Herzlich willkommen, lieber Anianer. Auf der Spur der Megalithenkultur besuchte ich den Dolm 16b in Ipirken. Dieses schlecht ausgeschilderte Grab befindet sich an der Landstraße K138 von Kleinbersen nach Hüven in einem Waldstück. Leider hat die Gemeinde von Ipirken es versäumt, dort Parkmöglichkeiten zu schaffen. Es bleibt einem nur übrig, den grünen Streifen oder Radweg zum Parken zu benutzen. Das führt bei Besuchern und Radfahrern zu Unmut, was die zauberhafte Stimmung an diesem Ort erstickt. Der Dolmen befindet sich nach einer kleinen Anhöhe neben Ackerfeldern. Die Größe der inneren Kammer beträgt 8 mal 2 Meter. Dieses sehr gut erhaltene Steingrab ist aus 2 Jochen, 2 Schlusssteinen und 4 Decksteinen errichtet. 3 davon liegen sogar noch an ihrem ursprünglichen Platz. Vor allem die 2 Schlusssteine finde ich sehr interessant und sind ein sehr seltener Anblick. Da dieses Grab zu insgesamt 9 Steingräbern auf einer Strecke von nur etwa 1 Kilometer gehört, wird davon ausgegangen, dass diese Wegstrecke bereits in der Steinzeit existierte. Aus dem Mittelalter sind schriftliche Überlieferungen gesichert, die den Wegverlauf dieser Strecke beschreiben. Was für ein Anblick muss es wohl gewesen sein, diese Dolmen aus der Entfernung zu sehen, ohne störende Bäume oder Häuser. Ich frage mich, was wohl im Zentrum dieser neuen Steingräber liegt. Laut dieser Karte sieht es danach aus, als ob sie sich im Zentrum eines Dreiecks von Leylinien befinden oder auch da drauf. Und wenn es da einen Zusammenhang gibt, warum wurden diese nicht beschrieben? Jeder Dolm befindet sich auf sogenannten Leylinien. Leylinien werden als Kraftlinien ersten Grades bezeichnet. Sie versorgen das Landschaftsgefüge mit universeller Lebenskraft, Energie und Informationen. An Kreuzungen von Leylinien mit anderen Energiephänomenen sind Kraftorte anzutreffen, die für die Dolmen an diesen Plätzen typisch sind. Welche Kraft wohnt ihnen tatsächlich inne? Diese Energie zu fühlen, ist eine ganz individuelle Erfahrung, zu der ich dich gerne auffordern möchte. Lasse es mich wissen in den Kommentaren, was du an diesen wundervollen Kraftorten wahrnimmst. Bis zu meinem nächsten Beitrag. Deine Ani.